Guten Morgen. Wieder eine Nacht überstanden. Wir haben gerade ausgiebig in Ruhe gefrühstückt. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen zu einem Platz, wo man ganz gut duschen kann. Dann werden wir alles aufbauen und dann melden wir uns dann gleich wieder. Den schönen Platz, den verlassen wir jetzt hier. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Hättest du mal? Na klar. Wir haben nicht nur gefrühstückt, sondern wir haben die Krise gekriegt, denn wir haben Daten gesichert und das macht so viel Spaß mit diesen Gerätschaften. Ich hoffe, dass Apple eines Tages dieses Video sieht und da was ein bisschen ändert, so wie es vorher mal war mit ihren iTunes, dass man Videos vernünftig sichern kann. Selbst wenn man nur ein, zwei Videos hat, boah, es geht nicht. Es nervt. Bitte ändern. Danke. So, jetzt können wir duschen fahren. So, wir fangen jetzt an, mal unsere Dusche aufzubauen. Genau. Steine liegen schon. Die haben wir so präpariert, das sind ganz normale Seitenkanten. Ja, Mähkanten. Mähkantensteine. Da haben wir halt so ein Schräubchen reingemacht mit einem Haken dran, sodass wir, egal ob bei welchem Untergrund wir haben, dass das Zelt halt ein bisschen stabil steht. Genau. Das ist das Gute. Das Zelt. Das wird über die Heckklappe übergeworfen. Dann noch Stangen, damit es stabiler ist. Ja. Genau. Das ist so das Inhalt. Heringe und so weiter sind natürlich auch dabei normalerweise, aber die brauchen wir ja nicht, weil wir ja die Steine haben. Genau. Und jetzt fange ich mal an, kurz zu stoppen, denn ich muss natürlich mithelfen. Genau. Das Zelt aufgebaut, man sieht nichts. Genau, und wir werden jetzt uns erstmal schnell fertig machen. Genau, für euch dann mal kurz: Natürlich machen wir vorne zu, weil von da könnte man natürlich reinschauen, das wollen wir nicht. Und ja, jetzt heißt es Wasser aufsetzen, das können wir euch dann auch gleich noch mal zeigen, und dann geht es super viel los. Hier wird die Dusche eingesteckt, Schnellverschluss. Hier wird dann noch Wasser umgepumpt. Dieses Wasser wird gerade erhitzt und kommt dann auch da rein. Und hier oben in der Schlaufe ist dann die Dusche. Man kann sie hier noch verstellen, stärker oder weniger stark. Also den Wasserdruck. Und über den Schalter können wir dann das Ganze anschalten. Frisch geduscht sind wir, Haare sind gemacht, jetzt fühlt man sich richtig gut. Jetzt stehen wir hier am Deich und wollen ein bisschen das Spielzeug hochjagen. Gerade zwar kein Schiffsverkehr da, bis auf da hinten so ein kleiner Binnenschiffer, aber naja. Wir machen es ja nicht nur wegen den Schiffen, sondern allgemein mal, um die Landschaft hier zu zeigen, wobei auch die gerade sich im Nebel versteckt. Dann möchten wir ganz liebe Grüße an Lydia ausrichten. Wäre schön, wenn du das Tor zumachst, weil das war jetzt gerade schon das Highlight, das wir hatten. Pass auf die Drohne unten auf. Ja. Haben hier nämlich auf den Weg, der jetzt hinter mir ist, kam eine Dame mit ihrem Hund und eine andere Dame kam hier den Treppenaufgang hoch und hat zwar vergessen, das Tor zuzumachen. Und dann hieß es nur, Lydia, Lydia, mach das Tor zu. Wir haben schon gedacht, was ist denn hier los?
Hab gedacht, ein kleines Kind irgendwie, das abhausen wollte. Ja, das habe ich auch gedacht. Es hörte sich noch so ein kleines Kind an. Es waren zwei Rentnerinnen. Ja. Also, schöne Grüße an Lydia. Wer immer du bist, du wirst das Video nie sehen, das weiß ich. Aber ich fand es so lustig. So, genug gelabert. Jetzt wollen wir mal gucken, wie der Herr die Drohne steigen lässt. In Gründendeich. Wir gehen jetzt zum Auto und dann geht's ab nach Hamburg in die Speicherstadt, noch ein bisschen was kaufen, was wir gestern vergessen haben. Vor lauter Geburtstagsfeierei. Ja. Aber so haben wir noch, werden wir eine schöne Aufnahme über die Kölbrandbrücke rein in die Speicherstadt, raus aus Hamburg, weil wir dann natürlich nicht über die A7 rausfahren, sondern wir sind dann in der Innenstadt und werden darüber fahren. Lydia macht die Tür. Lydia ist zwar nicht hier, aber ich, dann mache ich halt die Tür zu. Und er wird mich nicht Spitzname Lydia nennen. Nein. Vergiss es. Nein. So, Abmarsch zum Auto. Und dann sehen wir uns an der Speicherstadt wieder. Wir haben den Kaffee geholt. Ja, lecker Kaffee. Hier in der Speicherstadt. Ich drehe mich einfach mal, damit ihr auch so seht, dass wir in der Speicherstadt sind. Hier unten sind wir übrigens gefahren mit dem Bötchen. Genau, also da unten. Da unten drinnen. Da ist dieser, wo ist der Eingang. Eingang, was genau. Er hat uns da gestern was erzählt, ich habe schon wieder vergessen. Ja, ich glaube der älteste Teil des Hafens oder genau, so. Genau, also hier hat, das war ja früher eh alles Hafen und da konnte man reinfahren. Richtig. Momentan ist glaube ich schon wieder Tide. So ja, wie das ist der gleiche Stand wie gestern auch. Also kann man nicht fahren. Nee, leider kommen wir, würden wir jetzt auch nicht rein. Genau. So sieht halt das alles aus.
Da hinten haben wir den Michel nochmal. Und eindeutig touristisch. Also ein Grund, hier wieder abzuhauen. Das Miniaturwunderland da hinten, da wollen wir irgendwann mal mit unseren Eltern hin, beziehungsweise genau, mit unseren Vätern. Die haben nämlich auch mal Bock zu. Aber sonst kann man das keinem eigentlich wirklich empfehlen hier, weil es ist extrem touristisch überlaufen. Also fahrt wenn hin, wenn hier nicht so viel los ist. Ja. So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach St. Peter-Ording. Richtig. Das heißt, wir werden jetzt gleich wieder die Kamera anschmeißen und werden die Ausfahrt von Hamburg euch filmen. Ja, und sonst melden wir uns dann wieder. Wahrscheinlich erst Garding, kommt drauf an, wie wir es zeitlich schaffen, oder St. Peter-Ording. Ja, ihr werdet es einfach sehen. Richtig, bis dahin. Tschö. Wir sind im schönen Schleswig-Holstein. Ja. Und zwar jetzt in Garding. Mhm. Hinter uns ist das Amt von Eiderstedt, wo auch das Standesamt ist. Und nein, wir heiraten jetzt nicht. Das machen wir. Nein. Das machen wir später. Aber wir wollen hierher, weil wir ein paar Sachen abgeben müssen und wollen mal gucken wegen Bezahlung. Ja. Und wollen nochmal mit denen quatschen. Genau. Nochmal so abfragen. Vielleicht sind ja irgendwelche Sachen, die wir noch beachten müssen, von denen wir noch nichts wissen. Genau. Wir schauen einfach mal rein und dann melden wir uns nach dem Besuch im Amt wieder. Zurück aus dem Standesamt. Das war jetzt sehr, sehr schnell. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ja, weiß ich nicht. Das hat vielleicht... Ach, wir haben mehr gequatscht, als das irgendwelche, weiß ich nicht, Sachen oder sowas. Haben schon mal Stammbuch geguckt, Leuchtturmstammbuch, also... Dann nehmen wir auf jeden Fall das Richtige. Ja, also, sehr schön, sehr, sehr schön. Also, da kann man echt nicht meckern. War lohnenswert. Total liebe Damen. Ja, also ja. Egal, wer uns von der beiden trauen wird. Also, dann ist es beides super. Das wird super werden. Ja, 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 ganz, ganz nette Damen. Ja, genau. Und ansonsten haben wir noch ein bisschen kurzen Text abgegeben. Für genau. Ein bisschen persönlicher. Die Rechnung kriegen wir im Mai. Ja, das ist auch wichtig. Das haben wir dann auch schon geklärt, weil wir hätten es heute schon bezahlt. Also wir sind ja vorbereitet. Flexibel sind wir. Und naja, jetzt haben wir gehört, dass leider unsere eine Einnahmequelle nicht funktionieren wird, weil die verschließen das Tor, die Tür zum Leuchtturm. Das hätte man nämlich noch für drei Leute Einnahmen nehmen können. Hätte man noch was dazu gewonnen. Aber naja, das ist jetzt leider nicht. Ach. Geht ja. Leider nicht. Naja. Naja, wir werden eine Pfandflasche schon irgendwo sammeln, dann haben wir die 25 Cent wieder drin, die bei ihr genommen haben. Ja. So, jetzt geht's ab nach St. Peter-Ording. Richtig. Unser Zielort. Und das werden wir natürlich ein bisschen filmen, weil wir jetzt sofort zum Strand fahren. Genau. Strandüberfahrt. Und dann werden wir gucken, ob unser Grieche, also der Grieche ist eh nicht mehr da, aber dass der Grieche aufhat, dann werden wir wahrscheinlich. Das ist ein neuer Inhaber, sagen wir es mal so. Genau, dann wollen wir einkaufen fahren und dann geht's wieder zurück zum Strand. Richtig, genau. So der Plan. Bis dahin. Ciao, ciao. Geht. Eben gerade die Testaufnahme war in Ordnung. Ja. Wenn nicht, dann schreiben wir den Text einfach runter. Genau. Ne? Was wir synchronisieren dann das alles. Richtig. Das heißt, wir werden das nochmal nachsprechen, wenn wir dann zu Hause sind. So, und jetzt einmal muss man sich drehen. Und dann sieht man da die Fallbauten. Das sind, glaube ich, neue Fallbauten. Das sind die neuen. Und da sind halt abgerissen. Genau. Nach und nach werden die Dinger abgebaut. Weil sind marode geworden und naja, man hat sozusagen lieber neue aufgebaut, als die alten zu erhalten. Ich glaube, das war günstiger wahrscheinlich. Naja, das Wasser kommt immer näher, der Strand wird hier halt weniger. Genau. Ja, das Problem ist, glaube ich, die Stöcker sozusagen, wollte ich gerade sagen, die Bäume, die im Boden stecken, die sind, glaube ich, das Problem. Gar nicht so die da rausgucken,
Bei den neuen hat man gleich Beton gegossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und auch mal in der Doku gesehen habe. Dann, und da kann man einfach die Balken ausbauen und austauschen, während ja, das Häuschen noch draufsteht. So, und jetzt gehen wir ans Wasser. Gerade gesehen habt, waren wir draußen und haben euch ja das eine oder andere gezeigt. Wir versuchen nachher noch mal eine Tonaufnahme, weil das hat jetzt ein bisschen zu sehr gewindet, dass das nicht so ganz funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Denn wir wollen euch ja schon den Wind und das Rauschen des Meeres richtig mit dem Ton darstellen. Aber das kriegen wir schon hin. Jetzt gibt es erstmal lecker Essen. Genau, da seht ihr, da wird ein Apfel geschnitten. Das machen wir jetzt mit Joghurt. Und dazu gibt es noch einen kleinen Kuchen. Und dann sehe ich, dass mein Kakao nicht mit rausgenommen worden ist. Naja. Vergesslich, der junge Mann. Aber er freut sich tierisch. Was? Habt ihr ja am Anfang gesehen, dass wir in St. Peter-Ording sind. Nach der erfolgreichen Brechprobe von Marcel kann ich jetzt loslegen. Herzlich willkommen auf dem Strand von St. Peter-Ording. Wir haben jetzt gerade eben schon mal ein paar Videos gesichtet. Ja, ich würde sagen, sehr vielversprechende Abschnitte dabei, auch mit der Drohne. Wir werden jetzt ja, sozusagen gleich anfangen zu kochen. Haben den Strand ja schon ein bisschen genossen. Wir haben eingekauft, also es ist eigentlich alles erledigt, dass wir hier uns das gemütlich machen können fürs Essen und für den Abend. Ja, und von daher denke ich, werden wir jetzt wohl anfangen. Das einfachste und schnellste Gericht, was man hier zaubern kann. Ich habe in der Weile Videos wieder gesichert, was wieder eine ganze Menge ist. Und natürlich gibt es auch leckeren Wein dazu. Und wir machen jetzt keine Schleichwerbung, wir werden nichts dazu sagen. Wir wissen auch gar nicht, wie der Wein heißt, kein Plan. Nein. Und ja, der wird auf jeden Fall lecker. Und jetzt würde ich behaupten, dass wir auf jeden Fall noch anstoßen werden. Genau. Prost! Prosit. Auf eine schöne Zeit noch in St. Peter-Ording. Genau. Einfach wieder gut. Sehr gut. So. Grüße an der Stelle. Und so weiter. Genau. Grüße an die. An die Rächer. An die Rächer. An die Weinrächer. Genau. So. Und jetzt sage ich mal. Guten Hunger. Guten Hunger. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, so sagt man es gerne. Nun sind wir auch am Ende einer weiteren Folge von Kreuzfahrtbulli. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Über Abonnenten, also abonniert uns, über Likes würden wir uns sehr freuen. Und dann heißt es bald wieder. Willkommen bei Kreuzfahrtbulli.